Ja, hallihallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Olympia Tokio 2020. Und wir haben schon einige Disziplinen hinter uns gelassen, nämlich 6 an der Zahl. Und tolles Fußballmatch gehabt beim letzten Mal und Hammerwerfen sowieso Weltrekord für alle Ewigkeit gemacht. Und heute schmeißen wir uns in zwei neue Disziplinen rein. Die da sind unter anderem eine Leichtathletikdisziplin, der Weitsprung. Und dann haben wir wieder eine Ballsportart, eine weitere, nämlich Beachvolleyball. Gut, und dann werden wir uns da gleich reinhauen. Und ja, Weitsprung, los geht's. Da haben wir gerade lange umscheißen. Genau. Ich weiß gar nicht, was in Wirklichkeit in Real Life der Weltrekord ist. 8 Meter oder sind das über 9 Meter mittlerweile? Ich weiß gar nicht. Gut, wahrscheinlich wird es ja wieder ähnlich sein. X schnell hintereinander, um zu beschleunigen. Passt. Dann kippe zum Springen den Stick kurz nach rechts oben. Aha, nach rechts. Ah, wegen einem Winkel. Muss ich schauen, dass ich glaube, auf 45 Grad ist da. Ja, da steht es eh. Ist normal immer der beste Ding. Das war beim Speerwerfen und so immer. Bei den früheren Olympiaden, was ich da immer gespielt habe. So 45 Grad Winkel, das ist ungefähr der bestmögliche Winkel halt dann, wo man die höchsten Weiten dann erzielt. Also muss ich dann so kurz, bevor du die Absprunglinie erreichst, je näher du dabei mit der bist, umso ja. Liegt deine beste Weite vor dem dritten Sprung bei über 6 Meter, beginnen die Zuschauer zu klatschen. Das Klatschen motiviert dich dazu, schneller zu rennen und deine Chance steigt, dich noch weiter zu... Okay, muss ich schauen, dass ich 6 Meter... Das sollte machbar sein, oder? Qualifikation. Naja, weißt du, ne? Sollte. So, ist da irgendwer Bekannter dabei? Lombardo, HSU Morales, Fazekas, der Ungar, Cortes, El Kutbi, also gut, ja, vielleicht haben wir sie eine. Auf geht's, Buam, Mädels. Den aufstrebenden Stern. Kuba, gut. Die ich hoffe, das wird nicht zur Kuba-Krise. Ich hoffe, das artet nicht zur Kuba-Krise aus. So, dann, los geht's. Erster Versuch. Ist es da eigentlich? Start. Geht das da? So beschleunigen? Okay, gut, ja, das kann ich gleich so machen. Dann. Ich tue eh schon so schnell, ich kann nicht mein Darm her. Ja, das war gut. Das war über 6 Meter, weit über 6 Meter. 52 Grad ist auch nicht so schlecht. Was? Hallo? Bin ich. Habe ich übertreten? Habe ich übertreten? Was ist jetzt denn? Ah, okay, ich habe vorher übertreten, eindeutig. Okay, so knapp wieder 5 Meter. 5 Meter 70. Bin ich da? Wo bin ich da? Bin ich Vierter. Okay, das reicht mir einmal. Ich habe wenigstens da nur ein paar Möglichkeiten dann. Kann ich nur ein paar Mal. Ist gut, aber ich möchte es trotzdem nochmal verbessern. Ich habe vorher einfach übertreten. Ich bin zu lang gerannt. Ich bin zu lang gelaufen. Ah, es war zu kurz. Oh, der war gar nichts. Aber ich glaube, da zählt auch ab da. Sollte normal. Also, ich möchte da gar nicht da ein bisschen anders auflegen, da. Den Finger. Dass ich mit dem Zeigefinger drücken kann. Muss man da eine Taktik zurechtlegen, da. Also, da geht es um Fingerfertigkeit. Definitiv. Aber es reicht, glaube ich. Es reicht. Ich bin Vierter gewesen. Sollte ins Halbfinale, genau, auf jeden Fall. Mehr brauche ich nicht. Ich muss ja nicht gleich meine kompletten Dinger da herzeigen, was ich drauf habe, ja. Drücke am höchsten Punkt des Sprungs um eine, was? Habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich wieder in die Top 4 rein, aber jetzt geht es natürlich schon weiter. Jetzt muss ich schon weiter. Oh Gott, jetzt brauche ich schon 7 Meter. 7 Meter 73 eigentlich, brauche ich. Na, ist ja gut, ja. Schauen wir. Na, Puppe auch her. Puppe, gut. Jamaikanerin. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. In so Disziplinen. Gut. Ja, ist schon gut. Erster Versuch. Ja, passt schon. Start. So, na, tu weiter. Ah, zu kurz wieder. Vom Winkel wieder so. Ah, ich muss ein bisschen.
Geschwindigkeit war nicht schlecht, aber der Winkel war nicht gut. Das ist Zwing. Ich muss mich steigern. Ach Gott, das ist viel Zwing. So, Geschwindigkeit ist... Der Geschwindigkeit passt jetzt eh. Ja, der war gut. Yes. 6 Meter. Warte, der Winkel war ein Traum, ne? Und bitte, was ist da noch? Was habe ich da? Trotzdem so schlecht? Letzter Versuch. Wie soll man bitte? Aha. Boah! Hat er zählt? Nein, übertreten, oder? Der war übertreten. Schade, ich hab mir's aber gedacht, das wird knapp. Um 23 cm. Oh, er zählt! Nein, war er noch drin? Achso, Rekord, aber das reicht nicht. Es reicht nicht fürs Finale. Bei weitem nicht. Schade. Nein, wisst ihr was? Ich probier's nur einmal. Haben wir das nicht das letzte Mal beim Ding, haben wir es ja auch gemacht, oder? Haben wir es beim Hammerwerfen auch gemacht? Nein, ob ich dann nicht braucht, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich mag's nur einmal, weil es eh schnell geht. Leider, ich mag's nur einmal. Wir wissen jetzt schon, wie es geht. In der Hoffnung. Ah, das reizt mich. Ich mag ins Finale kommen. Ich mag nur ins Finale kommen einmal. Und die Top 8. Sogar der Schröder ist dabei. Uns Ross. Gut dann, auf geht's. Deutschland. Den Newcomer. Dass die Deutschen immer rote Haare haben, ich verstehe das nicht. So, geht schon, los geht's. So, jetzt komm bitte. Wieder. Das war wieder zu hoher Winkel, glaube ich, zu steiler Winkel. Wie haben wir es gedacht? 60 Grad, das ist ja fast schon wie ein Raketenstart. Das brauche ich auch nicht. Das ist Raketenstart, den braucht keiner. Aber es reicht auf jeden Fall jetzt schon mal aus, dass ich ins Halbfinale komme. Komm jetzt. Das war übertreten, glaube ich. War übertreten? Ja, und wir. Gott, nein, ich will es immer aus bis zum letzten Millimeter, möchte das immer ausreizen, aber das ist nicht gut. Obwohl ich habe Quali, ich habe eh schon fix. Darum kann ich es jetzt eigentlich riskieren. Oh, der war gut. Der war, wow. Fast 7 Meter, war mein Bester. Persönlich, ja. Bis jetzt. Passt, aber trotzdem alles zwingend gebraucht. 7 Meter irgendwas. Im Halbfinale meistens dann ist der Cut. Erster Sieg beim Weitsprung. Was? Endergebnis? Achso, das war ja erst. Ja, für das. Für, ja, es war nur das Halbfinale. Ist ja erst. Wenn man denkt, das schaut aus, was? Jetzt kommt erst das Halbfinale. Sieg in der Vorausscheidung oder so meinen sie das halt dann. Ne? Gut. Das möchte ich schaffen. So was brauche ich. Aber diesmal ist der Cut nicht so hoch. 6 Meter, da war ich sogar drinnen mit so einem Sprung nur mal. 6,8,55. Also gut, der Holländer. Der Großens. Na ja. Schauen wir. Spanien. Ja, passt schon. Erster Versuch. Start. Müssen wir auf mich konzentrieren, nicht auf die anderen. Komm. Wieder, wieso geht das rauf? Wieso ist der jetzt so... zu früh eigentlich, ne? Aber zu früh kann ich ja. Zu früh macht er nichts, ne? Das wird wieder... Wieder letzter. Aber da biegt alles beieinander, ne? Zweiter Versuch. Da biegt alles beieinander. Der Winkel ist summ und auf. Das war wieder zu. Das war jetzt auch nichts. Zwar ein bisschen weiter, aber so jetzt alles oder nichts. Letzte Chance.
Das wird nichts mehr. Versuch. Hm. Ah, klatschen. Start. Vielleicht hilft mir das noch ein bisschen. Jo, nein. Oh, wie geht sich das denn wahrscheinlich wieder nicht aus? Ah, so früh, da, was ist da liegen los? 6-6 aus auch Zwing. Das ist auch nur Zwing. Das ist gut, das gibt's nicht, oder? Das ist ein Wahnsinn, oder? Na, sie rehrt, das wird nicht, wenn's rehrt. Dann war's das. Ah, jetzt hab ich schon weit. Gern mal noch. Einmal noch. Alle guten Dinge sind drei. Weil ich liebe Weitsprung. Einmal noch. Das ist doch. Entschuldigung, aber ich, das ist, da ist einfach nur. Ah. Mach mich ganz kirre, ganz narrisch wie da. Komm, ich gebe eh Gas. So, das ist einmal Quali erst einmal. So, ich tue jetzt gleich weiter. So, der Grey. So. Grey. So. Ach, komm schon. Gut, da machen wir eh noch weniger Sorgen. Das war übertreten. Habe ich gewusst, oder? Ja, zählt nicht. Ich soll mir nicht blöd spielen. Einer mal auf Sicherheit, dass ich mal weiter bin. Nein, der war aber gut. Pfiat mich Gott, der war gut. Aber der war übertreten. Nein, war nicht übertreten. Habt ihr es gesehen? So einen hätte ich vorher gebracht, da war ich ganz früh dabei. Bah, wieso passiert mir das nicht? Im Halbfinale oder gar im Finale. Nein, ist ja wurscht. Egal was passiert, das letzte Mal, versprochen. Ja, war gut, ja. Nicht so gut, aber. Ah, da habe ich ein bisschen was liegen lassen. Aber wie gesagt, ich bin mal weiter. Neuer Rekord auf jeden Fall einmal für mich, persönlich. Ein persönlicher Rekord ist es auf jeden Fall einmal. Aber es weizelt, ne? So, jetzt kommt es drauf an. Jetzt ist der Moment, wo der Off ins Wasser springt. So, komm bitte. Was brauche ich? Was ist der Cut? Im Halbfinale. Ich brauche. Buhoch. 7 Meter. Buhochzahn. Dachmet. Boah, den muss ich rausboxen. Das wird nicht leicht. Spanien. Ja, ist schon gut. Erster Versuch. Start. War halt gleich gut, wenn gleich mal ein guter Voranfang auch gleich mal war. Ah, glaube ich nicht. Übertreten. Ja, um 7 cm. Ja, es wird jetzt immer blöder. Natürlich, wenn es, habe ich nochmal zwei Chancen. Gell, es ist immer blöder. Wird immer blöd. Zweiter Versuch, Start. Das ist so schön, war der vorher. Wieso schaffe ich den nicht nur mal so einen? Ah, viel zu früh. Maria, was war denn das jetzt für ein Schatz? 4 Meter, das ist ja gar nichts. 73 Grad. Ja, Senkrechtstarter war das schon. Nein, also, das wird nichts einfach. Das wird einfach nichts. Jetzt habe ich den Bonus mit Klatschen auch nicht. Nein, das wird leider nichts. Ich hab den aber vorher nicht gehabt, gell? Ja, nein, leider. Aber mit ja, oh Gott, Mario. Und ich glaube, wenn du da schön auftrittst auf das Weiße, kriegst du auch noch ein bisschen einen Boost. Gut, das will nicht sein, okay, dann wurscht. Probiert haben wir es, schade drum. Habe ich es nicht geschafft ins Finale. Mehr als in die Top 16 habe ich es nicht geschafft. Aber egal. So, wir wählen eine neue Disziplin aus und die da ist Beachvolleyball. Und da haben wir uns kleine, und ich gehe mal davon aus, dass es auch ähnlich ist wie bei den anderen Ballsportarten, was wir bis jetzt gehabt haben. So, schauen wir uns einmal an die Tastenbelegung. Ja, da bewegen wir sie wieder. Alles klar. X, um den Ball zu schlagen. Mit L änderst du die Zielrichtung beim Okay, das ist auch irgendwie klar. Passt. Beginnt der Ball rot zu leuchten, drücke für einen starken Aufschlag. Okay, alles klar. Drücke für einen Spezialschmetterball L1 und wenn die. Okay, na passt.
Beachvolleyball war auch nie so meins. Was? Volleyball auch nicht. Basketball und Volleyball hat mich eigentlich nie so. Wie gesagt, Fußball und Tennis ein bisschen. Tennis ein bisschen und Fußball intensiv. Ja, genau. So, wir spielen gegen Republik Südafrika. Na so gut. Ich glaube, die sind aber in echten Beachvolleyball auch recht gut, glaube ich. Aber Österreich auch. So, los geht's. Sag mir nicht so in den Arsch erst, bitte, glaube ich schon. Ich bin ja Loa. Südafrika. Da ist nur eine bei mir am Feld gestanden. Superheldin. Superheldin, übertreibt's nicht, bitte, glaube ich schon da. Österreich. Newcomer. Kann ich auch schon nicht mehr hören, das Newcomer. Wie lange sagst du das noch? So. Boah, boah, Ballonverteidigung, sagt man da, oder? Mach ich das richtig? Ah, Paschwa, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Hey, coole Musik. Baggern. Baggern, okay. Ein explosiver Schlag. Die geben mir keine Chance. Die lassen wir keine Chance. So spielen. Geh, komm. Boah, also man muss immer dort hingehen. Ist er noch im Feld? Ja, da habt ihr es gesehen. Den habe ich ausgebuchst, genau ins Eck. Da hat es jetzt nicht mehr viel Chancen gehabt. Brutal geil gespielt. Wieder. Super gemacht. Super. Aber Zwing. Zwing super. War super, aber Zwing super. Wie gesagt, man muss ein bisschen rausfinden erst, das Ganze. Der war gut. Okay. Jawohl, habt ihr es gesehen? Das liegt mir da. Das liegt mir. Was jetzt? Aha. Was ist jetzt? War das schon Halbzeit oder was? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Oh, ah, gut gemacht. So, und komm. Da ins Eckgasse. Boah, da. Der hat einen Reflex, das ist ja Wahnsinn. Habt ihr es gekriegt? Einfach nur geil. Du, das ist ein Lehrbuch. Ein Lehrbuchvideo ist das. Glaubt ja keiner. Wenn du es nicht selber siehst. Wenn du es nicht selber siehst, glaubt ja keiner. Ah! Ich hole an jeden. Ich fange an jeden an. Schau, habt ihr gesehen? Unhaltbar. Genau in Decken raus. Ein Spiel über 5 Punkte. Aha, okay. Matchball. Ah, ich verstehe. Drum, Matchball. Wer halt zuerst 5 Punkte erzielt hat. Ja, der war schon, da kann ich nichts machen. Das war so ein Special Boy. Na wurscht. Ja, also ist eh schon aus, oder? Nein, ist nicht aus. Immer noch, ja. Es leicht mir schon ein. Komm, schöner noch, komm. Da raus nochmal. Ja, habt ihr es gesehen? Was für ein Sieg. Ist er da raus, oder? Ja, traumhaft. Jetzt bin ich im Halbfinale, oder? Ich bin jetzt im Halbfinale. Also die Südafrikaner, das war deklassiert. Erster Sieg beim Beachvolleyball. Aber wir. Traumhaft ist. War das gemacht. So, weiter zum Halbfinale. Schon wieder 1000 Punkte dazu. Da sage ich nichts mehr rein. Da sage ich einfach nichts mehr. Aber es wird natürlich nicht leichter. Es wird sicher nicht leichter. So, wem haben wir jetzt? Wem haben wir im Halbfinale? Wem haben wir jetzt? Ich bin schon ganz spitz. Wem haben wir denn? Ich mag's wissen. Oh, Kroatien ist das. Ist das Kroatien, ich glaube. Sind sie extrem stark, glaube ich, Kroaten. Sind, glaube ich, extrem stark. Sagt mir in den Arsch, immer am Anfang. Bei der Einspülung. Unvorstellbar. So. Geh, nehmt sie die Brühe, aber vielleicht sieht es dann weniger. So, Pascha, komm, ist schon gut. Start! Also, weiß ich zumindest ungefähr. Ungefähr jetzt, wie das Spiel funktioniert. Boah! Ich war dort, aber das war ein Schmetterball, also ein Zerstörungsball. Ein Terminierungsball, da habe ich keine Chance gehabt. Der hat sich eingeräumt, der hat sich eingebuddelt in den Sand. 2 Meter, 50. Die Feine. Oh, da steht genau er wieder. Ja. Okay, die sind schon besser. Aber wie da gleich die Schwierigkeit aufgeht. Hallo?
Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe vorher gesagt, jetzt kann ich, weiß ich halbwegs, wie es funktioniert, gell? Ich nehme alles zurück. Boah, das ist ja Wahnsinn, wie stark die auf einmal sind. Das gibt's ja, die fangen alles an. Die fangen alles an. Komm. Ja. Bist du deppert? Nein, das, okay, das war Hit, das wird eine Hinrichtung jetzt. Aber von der anderen Seite. Matchball. Pff, okay, Wahnsinn, ne? Ah, da war mal eine Antwort von mir. Aber zu spät leider. Leider zu spät. Leider zu spät. War schön gemacht, aber. Ja, die haben ein paar Matchbälle jetzt natürlich, ist eh klar. Boah! Ja, Wahnsinn, ne? Also, die haben da so viele Special-Angriffe. Wieso? Jeder zweite Angriff ist ein Special-Angriff. Aber gibt es da auch Spiel um Platz 3? Gibt es das da auch vielleicht? Bevor, beim Ding war es ja auch so, ne? Da habe ich einmal gewonnen und dann beim Fußball, ne? Wir werden es gar sehen. Ja, wirklich. Ja, muss ich, denke mal, es muss ja Medaillen geben. Also auf Medaillen, es muss ja um Medaillen gehen. Also, dann habe ich nur eine Chance, um einen dritten. Spielen wir wieder einen Brunzen. Und wer ist der Gegner? Spiel um Platz 3. Iran. Iris Iran, oder? Ich glaube schon. Wahnsinn, oder? Boah. Ich hoffe, die sind jetzt ein bisschen schwächer. Start. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Wieso ist da jeder Schlag von denen so eine Special-Geschichte, Ball, Schuss, Schlag? Na also, ja. Kann ich auch. Was ist, kennt's? Kann ich auch. Lärm. So. Ah, passen. Ah, ich hab's gewusst. Die werden da so hin und her zappeln. Da kommst du nicht nachher. Ja, warum? Nein, da komme ich nicht mehr hin. Bist du narrisch. Sind wir zu stark. Die sind wir eindeutig stark. Kleine Chance habe ich noch, aber. Auch noch mal kleine. Kommt raus jetzt, komm. Da. Hallo, habt ihr das gesehen? Na, Wahnsinn, ne? Das war jetzt wie sagt man da, Ballonverteidigung, oder wie? Geh mich da auch zwingend aus. Ah. Ja, Wahnsinn. Keine Chance. Nö. Gut, ja, wurscht. Hab ich halt verloren. Andere Menschen verlieren auch und leben weiter. So, gut, okay. Gut, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde. Ah, ich hab da jetzt mittlerweile unten gesehen, das habe ich jetzt auch nicht geschaut, den Schmetterball, den kannst du immer machen, glaube ich, mit L1 und X. Ja. Hab ich aber jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich hätte ich das deswegen auch nicht besser gemacht. Ist eh wurscht. Aber wir konnten nicht stören, mal schauen, nur das werden wir kurz machen. Ich beende mal kurz. Wir haben jetzt schon so viele Punkte. Ein Spitzenathlet kommt ins Spiel, was? Ein Spitzenathlet ist bei der Übung aufgetaucht, weil du eine neue Goldmedaille in einem olympischen Spiel gewonnen hast. Ein Spitzenathlet taucht auf. Übung, Herausforderung. Spiele gegen den Spitzenathleten. Aha, okay, da kannst du. Die schauen wir ganz kurz. Da habe ich in die Rubrik aber nicht einmal nur reingeschaut. Aha, da kannst du auch Herausforderung. Aha, okay, verstehe. Das ist wahrscheinlich ein ganz starker Gegner und da muss ich halt dann. Okay, das mache ich jetzt aber nicht.
Ah, du kannst sogar die KI-Schwierigkeit ändern. Die ist auf normal. So wird es wahrscheinlich dann bei der normalen Olympiade eingestellt sein. Ja, ist wurscht. Ich gehe mal zurück. Da wollte ich nämlich kurz reinschauen in... Wo war das? Meine Daten? War das da? War das da? Fortschritt? Nein, wo war denn das? Tipps? Da tut sich gar nichts irgendwie. Ja, keine Ahnung, ob du was... Hut, Maske, Kleidung? Anzahl der erhaltenen Kleidungen? Bitte 36 Kleidungen, wo sind die? Wo kann ich meine Kleidung wechseln? Sollte das eigentlich aussehen? Outfits, oder? Kann man da was ändern? Doch. Okay, ich habe einmal zwingend draufgedruckt. Okay, da konnten wir jetzt ändern. Hey, schaut geil aus, ne? Aha. Oh, da gibt es einiges. Fiert mich gut, Messner. Okay, cool. Was? Was? So mache ich die Olympiade. In dem Outfit. Sicher sehr bequem, ne? Wenn du da einen Weitsprung machst, da zerreißt der Tosen. Fiert mich gut, Messner. Möchte nicht wissen, wie es dann ausschaust. Na, geh, okay, man kann es über drei Maschen, oder? Was? Da! Das ist geil! Das ist geil! Mit den Steckelschuhen, das ist passend! Ganz super! War schon beim Schwimmen wahrscheinlich. Schwimmen, wenn du Schwimmer tust, mit dem Gewand gleich. So. Aber ist schon geil, irgendwie lustig ist schon. Okay, die musst du alles. Mein Gott, was ist das für eine Rüstung? Okay, das wird immer krasser, oder? Ein Anzug, Weltraumanzug! Ja, aber geil. Hey, mag die haben alle. Also da. Benötigt 10.000 Punkte. Was? Achso, ich kann es schon freischalten. Achso, ich könnte es eh schon kaufen. Hey, cool. Wieso war ich da? Bist du aber 10.000 nicht wenig. Hey, da ist der Sonic. Den habe ich. Der gehört schon mir. Was kostet denn das, oder? Was kostet das da zum Beispiel? Okay, das ist gar nicht so teuer. Okay, da unten, das sind dann die Special da. Raumanzug. Okay, der kostet auch nur 2.000. Das ist eigentlich nicht so arg. Okay, da geht dann eigentlich eh einiges. 8.000? Ja, die da, die kosten schon. Na cool, Wahnsinn, ne? Die sind gar nicht... Naja, wenn man da ein bisschen spült, da geht schon was. Und bei dem... Schauen wir, was da noch gibt. Motorradhelm, alter Fuchs. Was kosten die eigentlich? Ah, so in etwa. Aber cool. Das ist also ein Schwimmhelm. Finde ich echt cool. Bunnyhäschen. Ja, geil, oder? Da gibt's Sachen. Ja. Aber das geht, das haben wir jetzt gar nicht. Ah, da ist der Helm dann dazu. Das ist der Helm zum Astronauten dann. Da wird zu jedem Kostüm dann der passende Helm dann auch noch dabei sein. Da, Harry Potter-Style. Na, tolle Sachen. Gut, meine Lieben. Dann war's das jetzt einmal. Haben wir das auch gesehen, dann weiß ich, da kann ich Sachen kaufen. Aber dann spare ich weiter und spare ich weiter. Aber das ist, wie gesagt, da muss ich dann mal aufrecken. Da mal ein bisschen spülen, mal ein bisschen ausleben. Und... Das Projektchen ist für mich in erster Linie nur, dass wir wirklich die ganzen Disziplinen, die ganzen Bewerbe sehen. Und da einmal, ja, wie gesagt, ich tue da nur zur Hetz. Aber toll, gefällt mir, ich habe mir gar nicht so lustig vorgestellt eigentlich. Und es ist auch nicht so kompliziert, sag ich einmal. Ich meine, ich stimme teilweise auch wieder Reste, ja, schon wissen. Aber es ist cool. Man braucht wirklich nur 2, 3, maximal 3 Tasten, um das Spiel zu spielen. Und das ist für mich gut. Okay, wir haben eine halbe Stunde, Leute. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Das nächste Mal dann, warte, ich schaue nur eine, dass wir gleich sehen und wissen, was wir das nächste Mal machen. Und zwar geht's dann das nächste Mal ins kühle Nass hinein. 100 Meter Freistil, das erste Mal dann ins Wasser und dann haben wir Tischtennis. Okay, es wird wieder sehr spannend dann das nächste Mal und da hoffe ich, ihr seid dann wieder mit von der Partie, würde mich freuen. Und ja, dann sehen wir uns dann frisch und munter wieder. Denn ja, Sport ist nicht nur Mord, sondern kann auch Spaß machen. Dann macht's gut, Baba, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.